Wir sind die einzigen Lebewesen auf der Erde, die sich gegenseitig zum Spaß und dem persönlichen Gewinn verletzen. Andere Tiere kämpfen ums Überleben und um Rudelführer zu werden. Wir foltern, töten, verursachen emotionale Narben. Für das Überleben? Nein. Für Führung? Nein, warum ruinieren wir das Leben anderer Personen freiwillig? Weil es so verdammt Spaß macht. Ich nehme eine Mutter und ihr Kind gefangen, vorzugsweise einen Sohn. Sie sehen mich nicht, erst wenn es zu spät ist. Die Kinder dürfen nicht zu jung sein, etwa 10 bis 14 ist gut. Sie müssen in der Lage sein, sich an das zu erinnern, was ich getan habe, und die Ernsthaftigkeit der Situation fühlen. Ich will, dass Menschen gebrochen werden für den Rest ihrer Existenz. Aber sie dürfen nicht zu stark sein, emotional oder physisch. Sie müssen sich hilflos fühlen. Ich halte das Kind gefesselt an einen Stuhl und fähig, seine Arme und Beine, ihre Köpfe zu bewegen. Ich bin erbarmungslos zu der Mutter, schlage ihr heftig ins Gesicht, so schlimm, dass sie sich nicht wiedererkennt. Ich verbrenne, setze sie unter Strom, steche auf sie ein, schlage sie. Dann lasse ich ihnen die Wahl. Ich werde die Mutter töten, das Kind dazu zwingen, hinzugucken. Oder sie kann gehen, weglaufen, ohne ihr Kind. Ich werde sie für ein oder zwei Tage quälen und dann werde ich ihnen erlauben, diese Welt zu verlassen. In Frieden leben, an einem Ort, wo ihr Gesicht und ihr Fleisch nicht zerschnitten und zerfressen wurde. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Mutter, die laufen wird. Eine Mutter, die die richtige Wahl treffen wird. Egoistische alte Fledermäuse, die denken, sie sind edel, ihre Kinder am Leben zu lassen. Emotional vernarbt, immer das Wissen tragend, dass die Hälse ihrer Mutter aufgeschnitten und ihre Halsschlagader entblößt gesehen haben. Das Messer verbinden und baden das Kind mit Blut. Warum würdest du dein Kind so zurücklassen? Würdest du nicht richtig wählen? Es ist die menschliche Kondition.